Das ist ein ordentlicher Stecher, wa? Nee. Zu einfach. So, weiter geht's mit Donkey Kong Country. Diesmal wird's ein bisschen kälter. Schneefassgletscher. Ach ja, die Gletscherlevel, die haben auch teilweise eine geile Atmosphäre. Ich finde sie jetzt nicht so toll wie den Wald, aber ja, auch nett. Ach, immer diese leicht zu durchschauenden. Ah, nee, hier werde ich bestimmt wieder verkacken, oder? Ich wollte doch genau das Fass. Ich bin zu früh gesprungen und habe dadurch das andere leicht gestreift. Verdammt. Ja, aber das war ja mit Ansage. Der flog so langsam. Da wusste man. Kann ich das nochmal mal ausprobieren? Nee, natürlich nicht. Puh. Ja gut, bin ich selber schuld. Dann hole ich mir hier eben ein Leben. So ein Frustleben, wisst ihr? Jetzt muss man hier natürlich aufpassen. Weil der Boden hier ein bisschen rutschiger ist. So langsam habe ich den Rhythmus der Fässer wieder besser drauf. Ja? Aber, also das ist auch so grafisch echt ein toller Abschnitt. Man sieht auf den verschiedenen Ebenen auch, wie so langsam das Wetter immer schlechter wird. Ich hätte eigentlich auch das Fass werfen können, natürlich. Plattformer brauchen irgendwie... bin ich doof. Die brauchen immer irgendwie Lava- oder Schneelevel gefühlt, ne? Die sind doch recht häufig. Ja, Didi. Ist ja gut. Genau, ein Rambi. Na, gönnen wir uns mal den Bonus. Nee? Da-da-da-da-da-da. Das ist ja auch ein Gletscherlevel. Stimmt, da war ja was. Diesmal versuche ich mal höher zu kommen. Mal sehen, ob ich es diesmal schaffe. Nee. Ich glaube, höher kann man hier auch gar nicht, oder? Bin ich doof? Das war mit dem komischen Strauß, ne? Ah. Ja, ach, egal. Ein paar Leben haben wir ja gekriegt. Und das reicht für eine Weile, oder? Nein, 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 das war mir gerade so heiß. Jesus Christ! Alter! Hä? Donkey, wo bist du? Hab doch gerade noch... Hab doch gerade noch gehört. Hab ich wohl übersehen. Alter, so langsam. Ja, nee. Ihr wisst schon. Halt. Da ist unser Kollege. Vielleicht gelingt es uns ja jetzt mal. Ja, nee. Das riskiere ich jetzt nicht nochmal. Den Rambi da zu holen, den goldenen Rambi, ist immer so eine Sache. Ne? Wenn man Pech hat, dann verliert man einen Affen. Au. Und das wollen wir ja nicht. Oh Gott. Oh nein. Jetzt kommen die richtig
Oh. Ja, toll. Ja, sehr witzig. Ich hasse Singer. Oh, schaffe ich es diesmal endlich? Ja, schön. Bitte, bitte, bitte. Oh, ja. Leute, ihr wisst, wie viele Leben ich zwischendurch hatte. Ich habe hier einiges rausgeschnitten. Naja. Vielleicht, ich weiß es noch nicht zu dem Zeitpunkt, vielleicht habe ich es auch schneller ablaufen lassen, teilweise. Oh nee, da hätte ich einen mitnehmen müssen für das Seil. Oder vielleicht komme ich mit Diddy hoch, vielleicht kann er höher, so minimal, keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Nee, aber da oben wäre irgendein Bonus gewesen. Na egal, wir machen jetzt mal weiter. Wir haben ja gerade schon genug gelitten, ne? Ach, das sind diese Seile, die einen automatisch hochziehen. Und die anderen ziehen einen automatisch runter. Da muss man immer gegenhalten, so ein bisschen. Ach, wenigstens habe ich das Geheimnis erwischt. Nintendo müssen wir jetzt buchstabieren. Ja, ganz ruhig. Hier muss ich doch tatsächlich ein bisschen aufpassen. Wegen dem rutschigen Boden, damit ich nicht versehentlich irgendwie den falschen Buchstaben erwische. Ja, Diddy, endlich mal wieder ein Grund zur Freude nach den ganzen Fails gerade, ha? Huh? Wird auch Zeit. Ja, ein DK-Fass, das wir gerade nicht brauchen. Aber gerade mal was. Und nur gucken, ob da oben noch was ist. Schon wieder ein Geier. Ach. Ich finde sie echt auch sehr chillig, wie in diesem Waldabschnitt. Und hier können wir gerade echt uns ein bisschen beruhigen im Vergleich zum vorigen Level. Sagt mal Leute, wie macht ihr das eigentlich? Wenn ihr gerade so einen Abschnitt habt in einem Spiel, das ist doch jetzt mal ein Interesse. Was? Ich war doch weiter vorne. Das ist doch jetzt... Leck mich. Also, wenn ihr einen Abschnitt habt, so wie ich gerade, wovon ich aber das meiste gekürzt oder geschnitten, schneller hab ablaufen lassen, wenn ihr so einen Abschnitt habt in einem Spiel, wie macht ihr das, wenn ihr mehrfach an einer Stelle sterbt? Wie lange versucht ihr es noch, bevor ihr vielleicht... denkt, nee, das war's jetzt erstmal, weil irgendwann, man hat ja nicht immer Lust da stundenlang noch, ihr wisst, was ich meine, oder? Wenn man jetzt so wirklich stundenlang an derselben Stelle hängen würde, hätte man irgendwann die Schnauze voll. Und ich war kurz vorm Ziel übrigens. Also bei mir, wenn ich hier was aufnehme, das ist immer was anderes, da muss ich irgendwie durch. Aber, naja, gibt Schlimmeres, ne? Also, ich sag mal klar, ansonsten mache ich es da, wo es möglich ist. Wenn ich jetzt stundenlang diese Stelle da gehabt hätte und ich hätte erstmal die Schnauze voll und auch erstmal nicht weiter aufnehmen können, dann hätte ich es wohl so gemacht, dass ich an der Stelle oder an dem Level ein State gesetzt hätte und dann...
einfach später die Aufnahme fortgesetzt hätte. Erstmal so ein bisschen die Wut sacken lassen, wenn es so schlimm wird in so einem Spiel. Und sowas kann immer mal vorkommen, ne? Ich meine, Fails sind ja nur menschlich. Also da bewundere ich übrigens die Leute, die Souls-Games suchten. Also, ich spiele es ja auch so ein bisschen, aber ich würde jetzt sagen, ich bin da nicht ganz so drin wie einige andere. Kok. Also K.O.G., nicht der andere, den ihr meint, ne? Ach so, wäre ich auch noch hinten Ach, egal. Wir haben es geschafft. Also bei Souls Games ist das sowieso, da will der innere Schweinehund, dass man weitermacht. Aber es ist, ihr kennt das bestimmt auch, ne? Also ich weiß ja nicht, wer von euch auch noch so Content produziert, aber wenn ihr mal so einen Tag habt, an dem vielleicht so gar nichts geht, also manchmal verwerfe ich solche Aufnahmen auch. Ne? Also wenn es so wirklich schlimm ist und da eine ganze Weile nichts geht. Ne? Das war super. Das war elegant. Aber man möchte ja auch nicht immer irgendwie... man möchte ja auch ein bisschen irgendwie wirklich den inneren Schweinehund besiegen. Warum nehme ich das Fass jetzt mit? Hier ist doch... No! Vielleicht wäre da was gewesen, keine Ahnung. So, diesmal war ich schlau genug. Diese Schreie. Ja super, hier könnte ich noch ein paar Bananen abstauben. Aber wenn man sich einmal durch die... Oh, hier, unser Straußenfreund. Der kann ja auch interessanterweise fliegen. Ja, der ist hier echt eine Hilfe. Ja, super! Super! Super Hilfe! Ich bin immer noch nicht bei der Hälfte. Habe ich gesagt, dass ich die Gletscherlevel von der Atmosphäre hier auch sehr chillig finde? Ich nehme alles zurück! Diese Affen. Wieso gehe ich da eigentlich schon wieder rein? Oh, deswegen. Ach, Expresso hieß er. Ich wusste seinen Namen nicht mehr. Naja, wir holen uns jetzt erstmal wieder ein paar Leben, hoffe ich. Wir haben ja nun genug verloren vorhin. Ich könnte schwören, mit ihm haben wir auch ein bisschen mehr Zeit, oder bin ich gerade doof? Wahrscheinlich das zweite. Ja, so ein paar Leben kriegen wir schon damit wieder. Ja, drei Stück. Wenigstens etwas, oder? Ich so überlege, dass ich vorhin so um die 18 Leben hatte. Wie diese Geräusche, ey. Au. Ja, au dich doch selber. Oh Mann. Bin ich übrigens der Einzige, der sich hier fragt, wo zum Teufel die... Wo zum Teufel die festgemacht werden? Nein! Falsch abgesprungen, verdammt, ey. Weil ich so gierig war und das scheiß Ohr haben wollte, jetzt reicht's mir, ey. Mir reicht's jetzt sowas von. Ah, endlich wenigstens Halbzeit. Leute, das ist ja die Härte, ne?
Ich meine, die ganze Zeit wieder so kurz vor dem Midway Point zu sterben, das ist auch immer ärgerlich. Aber ich war bestimmt wieder böse und hab mir da was zusammengeschnitten. Ja, scheiße. Hätte ich wahrscheinlich da runterschmeißen müssen, damit ihr sie alle auf einmal erwischt. Und auch den Kollegen eine verplättet. Aber das ist echt umgekehrter Level hier. Ich meine hier jetzt das mit dem Wetter. Nur das G. Wow, bin ich ja richtig gut heute. Oh, was bin ich froh. Oh, hier werde ich auch einige Fails rausgeschnitten haben, Leute. Croctopus Safari. Also so langsam muss ich echt sagen, ich bin froh, wenn wir diese Gletscherwelt abgeschlossen haben. Geh weg. Oh nein, 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 nein. Nein, von euch halte ich mich fern. Ich habe genug, ihr wisst schon was gesehen, um zu wissen, wohin das führt, wenn man sich mit solchen Tentakeln einlässt. Aha, ein K. Also hier ist es echt so, ein Level zum Aufregen, einer zum Runterkommen, dann wieder einer zum Aufregen, dann hier wieder einer zum Runterkommen. Aber ich glaube, ja, jeder hat ja seine Schwächen in so einem Spiel. Ihr habt gesehen, welche Level hier meine Schwächen waren. Gibt sicher welche, die beherrschen diese Level mit geschlossenen Augen. Dann gibt's welche, die schaffen dafür andere Level nicht so. Ja, also ihr wisst, wie ich meine. Was soll's. Sowas passiert. Gerade bei Let's Plays. Ich habe wirklich das Gefühl, sobald ich aufnehme, spiele ich schon automatisch schlechter. Weil man irgendwie so sich selbst unter Druck setzt. So hier, bloß keinen Fehler machen. Zeig mal, dass du ein bisschen was kannst. Wenigstens mal so tun, als ob man was kann. Da, da, da. Ein Hai. Vielleicht komme ich ja durch den Level mal ein bisschen einfacher durch. Und hier werde ich jetzt mal... Irgendwas ist hier, oder? Froschi! Ich meine Winky. Wink mal, Winky! Ja, ich weiß, der war ein bisschen zu einfach, oder? Was ich allerdings schade finde, die Unterwasser-Level in Donkey Kong Country, die haben alle etwa dasselbe Grafik-Setting. Während wir bei den Jump-and-Run-Leveln halt immer so verschiedene Settings haben. Wir haben hier echt genau das gleiche Setting wie bei den anderen Unterwasser-Leveln. Nur die Farbe, die Farbgebung ist ein bisschen anders. Ja, also, das ist jetzt aber Meckern auf hohem Niveau. Also, ich finde es immer noch nice. Ja. Genau, wir nehmen mal... Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass ich hier eventuell... Was? Ah, Engi! Ich nenne ihn immer Engi, en garde. Ja. Das ist ein ordentlicher Stecher, wa? Nee. Zu einfach. Zu plump. Zu pubertär. Ja, stimmt wahrscheinlich alles ein bisschen. Ja, Leute, ich sag euch, also ist zumindest für mich so, ist der einfachste Humor oft der beste. Künk. Schon wie dieses klingonische Schimpfwort, ne? Ich sag euch schon mal, in der Rohfassung wären wir jetzt bei 30 Minuten Aufnahmezeit nur in dieser Welt. Aber, hab ja schnippschnapp gemacht. Endlich jemand, der sich meine Geschichten... Oh nein. Ich will nur Tipps hören. Zwischen Felsen und einem harten Platz im Sturztal. Okay. Crusher, der stärkste der Kremlings. Ich glaube, der war... War der... Ach ja! Nee, das war dieser eine Standardgegner.
Ja, ich wollte halt nur mal die Sprüche, die kennt man ja irgendwann auswendig. Ich wollte nur mal gucken, ob er gerade einen nützlichen Tipp hat. Das Glühbirnendrama. Ah, Squawks. Ja, bei Teil 1 war er, naja, noch eine passive Hilfe. In Teil 2 kam er dann als tierischer Freund dazu. Ja, so schnell schon beide Buchstaben? Ja, Alter, der hält echt was aus, oder? Ich glaube, wenn man mit Donkey auf ihn springt, dann sollte das gut... Ist der Level echt so kurz? Jetzt schon der Midway? Das war Crusher, den Cranky gemeint hat. Ich könnte schwören, der Fetzer kann... Oh, doch nicht. Oh, doch! Cranky hat also gelogen! Dieser Mistkerl! Oh, scheiße. Alter, jetzt bloß sich verkacken. Mist. Nee, ich würde das End schon ganz gerne haben. Ich wusste es. Ist auch das G. Ach, Manu. Egal. Wir haben ein Level im First Try wieder geschafft. Das ist ein Weilchen her. Candys Speicher. Kennt ihr noch Candy mit K und I? Die zweite Frau von Alan Harper. Könnten jetzt hier noch, ja, der eine Level noch und dann sind wir hier durch beim Boss. Oh, jetzt haben wir hier wieder. Das ist jetzt auch nur einer dieser Waldlevel mit einer anderen Farbgebung, aber. Ja, ich wusste doch, ich habe da unten ein Fass am Rand gesehen. Winky mal wieder. Aber fühlen sich Frösche in so einem kalten Gebiet überhaupt wohl? Obwohl. Das sind eh Kaltblüter, oder? Also ich weiß ja nicht, wie das da... Wobei Kaltblüter ist eher so wie viel sie... Also so hat es unser Bio-Lehrer damals erklärt. Ein Frosch ist ein Kaltblüter und deswegen kann er zum Beispiel, wenn er irgendwie... So, weiß ich nicht, so ein paar Sprünge macht oder so, dann ist er schon aus der Puste. Irgendwie so. Ich geh jetzt hier mal kurz runter. So. Jetzt kann's weitergehen. Boing, boing. Und ich dachte gerade, das hätte irgendwie damit zu tun, dass er vielleicht auch nur, also, dass ein Frosch halt deswegen auch kalte Temperaturen besser aushält, aber... Ja, hallo, ein Eisbär. Der ist ja auch ein Warmblüter. Und, na, ihr wisst schon. Au. Oh nee, das riskiere ich da doch nicht. Oder doch? Irgendwie. Irgendwie wollte ich es jetzt doch wissen, weil ich so viele Leben verloren habe. Zack, zack, boing. Komm. Wir haben im ersten und im dritten Level so viele Fails gehabt. Ja, im zweiten zwar auch, aber das ging noch irgendwie. Aber jetzt haben wir mal zwei Level hintereinander im First Try geschafft. Das geht ja noch. Selbst gestrickte Brücken, ja. Normal. Really, Gnorty, Raser. Ah! Das ist. Ja. Quasi hat man hier nur ein... Oh, da unten rechts ist wieder dieses Symbol, das sagt, ey... du kannst hier eine Trophäe freischalten. Eieiei. Ist halt nur eine Variante vom ersten Boss, ne?
das war's schon. Monkeys on Ice und ich krieg noch eine, oder? Da fällt mir was auf. Ich hab die ganze Zeit, also im ersten Part hatte ich den Sound, aber dafür das Bild nicht bei den Trophäen. Und ab dem zweiten Part hatte ich das Bild, aber den Sound nicht bei den Trophäen. Ja, muss ich nochmal die Einstellungen überprüfen. Egal. Gut, dieser Part war jetzt ein bisschen heftiger für mich. Ihr habt davon Gott sei Dank nicht viel gesehen. Aber ja, wir sehen uns dann im nächsten Part. Hoffentlich in alter Frische wieder. Haut rein!